So, das schaut ja danach aus, als sei ich schon live. Und schauen wir mal, ob meine Tests sind, ob das klappt. Ah, es sind sogar schon Zuschauer da. Zeig dich mal, wer du bist. Schreib mal Hallo. Und ob der Ton stimmt, ich höre mich hier nicht. Ah doch, Ton stimmt auch. Okay, yes, wunderbar. So, ihr Lieben, du Liebe. Hello, hello, hello. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Ich habe mir hier heißen Tee gemacht und hier ist schon sportlich warm. Wir waren gestern in Nikosia, das ist ja so total im Landesinnere, und da hatte es tatsächlich schon so um die 37 Grad. Sportlich warm. Und wir waren gestern zum ersten Mal auf der türkischen Grenze, also auf im türkischen Bereich, nicht türkische Grenze, die haben wir natürlich überschritten. Im türkischen Teil von Zypern. Und heute werden wir nochmal reinfahren, aber in einen anderen Bereich, wenn wir da noch einen Tipp bekommen haben, wo es besonders schön sein soll. Genau. Vielleicht hast du vom Titel schon gelesen. Da steht heute was von, das Tor zur Seele öffnen. Weil heute gibt es irgendwie so ein bisschen besonders anderes, so ein Midlife-Talk nochmal, weil. Ich fange bald ein neues Lebensjahr an. Ich fange bald ein neues Lebensjahr an. Und wie das so ist, man lässt ja da mal so ein bisschen Revue passieren, was so die letzten Wochen, Monate und auch Jahre waren. Und deshalb habe ich mir auch ja, was Besonderes für dich überlegt. Ein Geburtstagsspecial, das Tor zu deiner Seele öffnen und dich von allen Begrenzungen lösen, kann ich dir vorweg schon mal sagen. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Am 14. Juni starten wir. Und für alle, die sich jetzt schon entscheiden, dazu zu kommen, gibt es natürlich einen Early Bird Prize, kann ich dir auch schon mal sagen. Es gibt Ratenzahlungen. Auch das kann ich dir schon mal verraten. Und on top, damit du nicht, wenn du dich heute schon oder so in den nächsten 2, 3 Tagen entscheidest, warten musst, bis wir dann am 14. endlich online live mit einer wunderbaren Gruppe. Ich weiß schon jetzt, was für wunderbare Frauen da zusammenkommen werden. Starten gibt's on top, damit du in die Energie schon mal ein bisschen mehr eintauchen kannst. On top noch zusätzlich als Boni mein Buch Auszeit, ein Buch für mutige Frauen und solche, die es werden wollen. On top obendrauf als Buch und auch als Hörbuch. Das ist in der zweiten Auflage inzwischen schon, eine überarbeitete Auflage inzwischen. Yes, also freu dich und feier dich, dass du heute hier dabei bist. Jetzt hier live oder auch später hier dir die Aufzeichnung anschaust, auf welchem Weg auch immer, sei es hier auf Facebook, sei es über den E-Mail-Verteiler oder sei es über den YouTube-Kanal oder wo auch immer. Es gibt ja verschiedene Varianten, wo ich da auch immer unterwegs bin. Geburtstags-Special, genau. Ich habe dir ja eben erzählt, ich würde dich mal gern so ein bisschen daran teilhaben lassen. Damit du mal auch so in dich hineinfühlen kannst, hineinspüren kannst, wie du es denn in deinem Leben gerne hättest. Und auch gleichzeitig, dazu würde ich dich auch mal gern einladen, beobachtest, was der Kopf dazu sagt. Wie oft dein Kopf dazu sagt, das braucht man nicht, das hätte ich zwar gerne, aber das brauche ich nicht, und, weil darin. Sei da radikal ehrlich zu dir, kannst du so diese Begrenzungen
entdecken, die du ja natürlicherweise als kleine Susanne oder wie auch immer, ich sehe jetzt gerade keinen Namen hier, wer auch immer hier jetzt zugeschaltet ist, mitgebracht hast hierher. Das sind ja alles Dinge, die, ich habe es bei mir in meinem früheren Leben immer so empfunden, wie so ein Damoklesschwert über mir liegen. Wie viel hat sich der ganze liebe lange Tag alles um das Thema, oder sehr, sehr viel ist oft um das Thema Geld gedreht. Wie kann ich mehr Geld verdienen? Wie kann ich meinen Kontostand endlich ausgleichen? Warum ist das so? Warum komme ich nicht weiter? Warum haben andere da draußen Erfolg, aber ich nicht? Und. Und ja, ich habe mich auch dann damit getröstet, sei doch auch mal zufrieden mit dem, was du hast. Man braucht ja eigentlich auch nicht mehr. Es gibt da draußen so viele Menschen, denen geht es schlechter als dir. Hast doch einen sicheren Job im öffentlichen Dienst und, bla bla bla. So, im Grunde genommen stand das Ganze so unter einem Tenor. Und da würde ich dich auch gerne mal dazu einladen. Lausch mal in dich hinein. Wie viel mehr würdest du dich gerne mit beschäftigen und der Energie zu folgen, wie du selbst es eigentlich gerne haben möchtest? Ich bringe dir ein Beispiel. Wir waren letzte Woche, wir haben nochmal Olivenöl gebraucht und hier gibt es so 30 Kilometer entfernt eine Bio-Olivenfarm. Als wir hier auf die Insel gekommen sind, hatten wir erst eine Farm auch entdeckt, die hatten aber kein Bio-Olivenöl und das hier ist so eine Farm, die hat wirklich nur Oliven, Bio-Oliven-Herstellung und Produkte. Ortsansässiges Unternehmen. So, wenn ich an mein früheres Leben zurückdenke und hol da mal gerne als Referenzpunkt Beispiele für dich, wo du vielleicht mal im Urlaub auch unterwegs warst oder irgendwo in so ein besonderes Geschäft reingehst. Ganz früher war das bei mir der Bioladen. Ich habe mich immer so in den Bioladen hineingezogen gefühlt. Und so mein tiefster Wunsch war es, da eigentlich ganz normal meine Einkäufe machen zu können. Warum war es mein Wunsch? Weil es damals noch nicht möglich war. So das ein oder andere habe ich mir dann ab und zu mal gegönnt. Irgendwann kamen dann auch mal so Zeiten, weil ich mich mehr in diese Richtung entwickelt habe und mich dafür entschieden hatte, dass ich schon mal ein bisschen öfter im Bioladen einkaufen konnte, schon mal ein bisschen mehr. Aber das war immer mein Ziel. Eines meiner Ziele, einfach meine Wochenendkäufe im Bioladen zu machen zu können. Warum? Weil das einfach eine andere Qualität von Lebensmittel ist, von Mittel zum Leben, weil da eine andere Energie drin steckt. Und wir sind alle Energiewesen. Wir haben diesen physischen Körper, aber wir sind nicht dieser physische Körper. Unser unendlich großes Wesen, das braucht keine Nahrung. Das braucht energetische Nahrung, aber hier unser Körper, der braucht auch feststoffliche Nahrung. Und da wir Energiewesen sind, was ist das Beste, was wir unserem Körper gönnen können? Eine hohe, schwingende Energie in Form von Nahrungsmitteln auch. So, und jetzt zu dem Beispiel, was ich dir eigentlich mal weitergeben möchte. Und schau dir mal, da gibt es bestimmt Parallelen auch zu dir. In diesem Laden jetzt vergleichsweise, wo wir unser Bio-Olivenöl immer kaufen und noch so ein paar andere Produkte, das kennst du wahrscheinlich auch, sei es der Bioladen oder andere Läden, wo du sagen würdest, wow, wenn ich da hingehe, würde man gerne einen Rundumschlag machen. Und könnt einfach mal kaufen, an die Kasse gehen und anschließend zahlen. Das war eines meiner Ziele, warum ich mich mal dafür entschieden hatte und da kommen wir auch jetzt nochmal zu den Veränderungen zum Geburtstag. Ich bin ja jetzt schon, ich habe die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst gegründet 2005. Später auch mit Praxisräumen, mit Seminaren, offline in erster Linie, weil online, keine Ahnung damals, wie das gehen sollte. Das war auch ein bisschen eine andere Zeitqualität noch als heute. Da hat es auch ganz gut funktioniert, eine Homepage zu haben. Und die Menschen haben mich gefunden, sind zu mir gekommen, teilweise 800, 900 Kilometer gefahren, teilweise 2-3 Tage auch da gewesen, damit wir ein bisschen intensiver miteinander auch wirken konnten und so ist ja auch alles weitere entstanden. Aber 2015, in diesem Jahr, habe ich mich dazu wirklich entschlossen,
nochmal Next Level zu erreichen und wirklich durchzustarten und nicht weiter rumzueiern. Wirklich mal das Tor zu meiner Seele so zu öffnen, mich von allen Begrenzungen zu lösen, um wirklich mal frei und selbstbestimmt unterwegs zu sein. Und das kam einfach so aus mir heraus, weil unsere Kinder inzwischen erwachsen, damals im pubertären Alter, so von sich gegeben, dass sie gerne auf der Welt unterwegs wären. Und ich, es hat in dem Moment so aus mir gesprochen, wo ich gesagt habe, ja, wisst ihr was, und dann treffen wir uns einfach auf der Welt an den schönsten Orten, wo es uns gerade gefällt und lassen es uns gut gehen. Und ich habe gedacht, boah, Gott, was spricht es denn da aus dir? Wie soll das denn bitte gehen? Keine Ahnung, aber irgendwie hat mir dieser Gedanke gefallen. Also habe ich mich da auf den Weg gemacht und mir danach gefragt, hey Universum, wie geht's? Ist möglich? Ja? So, und jetzt kommen wir nochmal zu dieser Olivenfarm und schau da mal, welche Parallelen es da bei dir gibt. Wenn wir da hinfahren, dann suchen wir uns das Olivenöl aus, was wir gerne hätten. Da haben wir letzte Woche zum Beispiel für einen Liter so um die 17 Euro bezahlt. Und wir holen dann nicht nur einen Liter mit, weil soll ja auch für eine Weile reichen. Ich spare auch nicht mit dem Olivenöl, so wie es auch mal als Nahrungsergänzung empfohlen wird. Ein Esslöffel oder ein Löffel Olivenöl am Tag, das deckt, keine Ahnung, schon diesen Nährstoffbereich, sondern ich nutze das ja zum Braten, ich nutze es zum Salat machen und überhaupt für alles wird dieses Olivenöl genutzt. So, also kannst du dir vorstellen, wir sind ja zum Teil auch hier vierköpfig unterwegs. Da brauchen wir halt schon mal ein bisschen. Das heißt, wir haben immer so einen 5-Liter-Kanister und füllen den immer auf. Dann gab es da noch so eine besondere Textura, Honig mit Pollen und Royal Jelly. Da kostet auch so ein kleines Gläschen 30 Euro. Ja, ich frage meinen Körper, Körper, ist das jetzt förderlich für dich? Körper, möchtest du das haben? Zellen, Organe, ist das jetzt hilfreich für euch? Wenn ein Ja kommt, dann hole ich es. Und solche Dinge und so einzukaufen, das sind die Dinge, die ich mir einfach für mich, für die Familie erlauben wollte. Ohne dann wieder darüber nachzudenken, wow, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben. An der Stelle würde ich dich auch mal gerne dazu einladen, dich auch zu verabschieden von irgendwelchen Begrenzungen, Bewertungen und Beurteilungen, was viel und was wenig ist. Was ist viel Geld? Das sind ja alles interessante Ansichten, die wir haben. Weil schau mal, wenn ich unsere Wohnfläche hier sehe und das, was wir hier für zahlen, hol mal ein anderes Beispiel. Hol mal einfach so aus deinem Bereich, irgendwo vielleicht wohnst du in einem kleineren Ort, was da die Mietpreise sind. Keine Ahnung, vielleicht zahlt man dafür, ich sage jetzt mal 100 Quadratmeter, 800 Euro, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt geh zum Beispiel mal in die USA, New York, Manhattan und frag mal, was da eine 100 Quadratmeter Wohnung kostet. Wenn du da erzählst, in meinem Ort zahlst du für 100 Quadratmeter 800 oder 1000 Euro, nicht jeder, der die Preise in New York kennt, der sagt, wow, ist ja spottbillig, ist ja Portokasse, was man da zahlt. Weil dort, ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf, habe ich irgendwann mir auch mal angeschaut, aber keine Ahnung, da wird man so 10.000 oder 15.000 oder 20.000, wenn das reicht, zahlen. Deshalb Einladung an dich, das sind alles Muster und Prägungen, wo du zuhauf in der Kinderstube gehört hast, wow, das ist aber teuer. Die Butter ist schon wieder teurer geworden. Wow, letzte Woche kostete die Milch noch keine Ahnung was. Und jetzt ist es schon wieder 10 Cent oder wenn du noch Marx-Zeiten kennst, so und so viel teurer geworden. Was ist teuer, was ist günstig, was ist billig? Löse dich davon. Wie viel mehr kannst du dich davon lösen? Weil jedes Mal auch, und das geschieht auch auf der unbewussten Ebene, wenn du denkst, das ist aber teuer, erzählst du dir auf der unbewussten Ebene auch Mangelgedanken, du hast zu wenig Geld.
Ich habe das jahrelang gemacht. Ich weiß, wovon ich spreche. Warum habe ich es jahrelang gemacht? Weil ich es nicht besser wusste. Deshalb gebe ich es dir hier auch so vehement weiter. Bitte. Wie viel mehr kannst du das mal aufnehmen, annehmen und auch umsetzen, in dein Leben integrieren? So, also was ist viel, was ist wenig? Ein erstes Goldnugget jetzt für dich schon. Löst dich davon. Und was ich dann auch niemals mehr haben wollte in meinem Leben, wenn ich dann mal so einen Tag habe, wo ich mir dann so ein paar Dinge, in Anführungsstrichen, es ist ja unser neues Normal, dass wir da einkaufen, aber dass ich dann anschließend denke, so jetzt habe ich Summe X für den Monat hier ausgegeben, jetzt haben wir den 22., jetzt muss ich aber gucken, wie ich den Monat über die Runden komme. Sondern ich wollte mir einfach um Geld keine Gedanken mehr machen, sondern wollte einfach, dass Geld einfach da ist, wie die Luft zum Atmen. Weil, und da kommt ein nächster ganz wichtiger Aspekt für dich dazu. Stell dir mal vor, du hättest in der Kinderstube nur gehört, Geld ist wunderbar, Geld ist immer ganz liebevoll wie ein Partner an deiner Seite. Du darfst Geld lieben, du darfst Geld empfangen. Geld ist auch total wichtig, um dir die Dinge zu kaufen oder leisten zu können, ist so der falsche Ausdruck, weil letzten Endes ist auch hier die Frage, wie lange wollen wir uns noch leisten, so weiter rumzudümpeln und zu machen, wie bis eben. Das ist auch etwas, was ich mich irgendwann mal gefragt habe. Wie lange will ich es mir noch leisten, so weiterzumachen wie bisher? Weil mein Körper mir, die Seele über den Körper mir natürlich auf der körperlichen Ebene schon ganz viele Disharmonien in Form von Krankheitssymptomen auf verschiedensten Ebenen geschickt hatte. Ich würde jetzt den Rahmen sprengen, darauf einzugehen. Schau mal bei dir hin, sei mal radikal ehrlich zu dir selbst. Wo schickt deine Seele dir dann schon Botschaften über den Körper? Vielleicht sogar Botschaften, die du bis eben noch für normal hältst. Das ist halt so, wenn man älter wird. Das ist halt so, wenn man wechselt, in die Wechseljahre kommt. Das ist halt so, weil. Was auch immer dein Weil ist. Was wäre, wenn das auch einfach nur eine interessante Ansicht wäre? Also, auch das sind Muster und Prägungen, wenn man uns beigebracht hätte, vom Passalter her, je älter wir werden, umso fitter werden wir. Was wäre dann wohl? Nach unserem Glauben wird uns geschehen. Immer. Das sind Naturgesetze, die niemand von uns aushebeln kann. Ja? So, bei dem Thema Geld waren wir stehen geblieben. Ich wollte mir einfach um Geld dann keine Gedanken mehr machen müssen. Keine Energie mich mehr damit vergeuden, sondern mich mit den Dingen auch energetisch beschäftigen, die ich wirklich haben wollte. Und sei mal radikal ehrlich zu dir, Einladung. Wie viel beschäftigst du dich tagsüber noch mit Dingen, die du eigentlich nicht mehr haben möchtest? Sei es mit gesundheitlichen Themen, sei es mit Geldthemen, sei es mit Menschen in deinem Umfeld, wo du spürst, es tut dir nicht gut, sei es mit einem unerfüllten Job, wo du bis eben tatsächlich nur noch hingehst, weil er dir Summe X jeden Monat aufs Konto bringt und. Wo sind deine Bereiche, wo du Geld, wo du Energie und Kraft auch reinsteckst, die dir folglich natürlich auf Dauer natürlich keine Kraft schenken, sondern dir Kraft rauben, und das ist dann so dieser Kreislauf, und du würdest dich eigentlich gerne viel lieber jeden Morgen auf ein neues mit der Frage beschäftigen, wie will ich es heute haben, was für grandiosen Abenteuer kann ich heute erleben. Und die Dinge, die dich jetzt hier, vielleicht wenn ich das so von mir gebe, am meisten triggern, wo du vielleicht denkst, naja, gibt es nicht Wichtigeres, gerade jetzt in unserer Welt und. Das sind genau die Trigger, wo es tief in dir denkt, ich hätte es ja eigentlich auch gerne und ich würde es mir ja eigentlich auch gerne erlauben. Sei ehrlich zu dir. Das sind alles Dinge, die dich da triggern. So, wenn man jetzt, nur um dich mal ein bisschen mehr mit noch in diese andere Welt reinzuholen, was alles für dich möglich ist,
Was ich damals in dem Stil, als ich eben von 2015 gesprochen habe, in dem Stil so gar nicht klar vor Augen hatte. Weil da ist der Weg das Ziel. Das Wie, das ergibt sich auf dem Weg dahin. Und da ist es natürlich absolut wichtig, dass du dir jemanden an deine Seite holst. In dem Falle sprechen wir mal von mir, dass ich an deiner Seite bin, weil wir sind ja nun mal hier miteinander connected, sonntags morgens im Live, in der Community. Vielleicht verfolgst du mich auch auf anderen Kanälen, die dir den Weg zeigen kann. Weil das ist auch eine Prägung. Wenn ich die Schule verlassen habe, dann muss ich alles alleine hinkriegen. Dann kann ich selbst schaffen. Es ist immer erst die Entscheidung da, ich möchte etwas haben, ich möchte etwas verändern. Damit einhergeht die Entscheidung und dann setzt das Universum sich in Bewegung und öffnet dir weitere Türen und Toren und schenkt dir die Möglichkeiten, wie du es machen kannst. Beispiel, das ist sicherlich etwas, was wir ja nicht bewusst getroffen haben, diese Entscheidung. Aber wir wollten irgendwann ja mal rechnen und schreiben lernen und in die Schule gehen. Wir wollten vielleicht in die Schule gehen, wollten auch nicht. Das meine ich eben nicht bewusst, die Entscheidung getroffen haben. Die Eltern oder das System hat die Entscheidung getroffen, ab einem gewissen Alter ist Schule angesagt. Ja? Du kannst nicht schreiben lernen, indem du sagst, erstmal ich schreibe und dann hole ich mir den Stift und das Blatt Papier dazu. Du musst dir erst das Blatt Papier holen und den Stift, und dann kannst du anfangen zu lernen. Anderes Beispiel, was vielleicht noch besser ist. Du kannst nicht erst Tomaten im Garten ernten und dann erst säen. Erst Saat, dann Ernte. Das sind Naturgesetze. So, wenn ich jetzt alleine an gestern und heute denke, wie gesagt, was dich jetzt da vielleicht auch ein bisschen triggert, das sind genau die Dinge, wo es in dir denkt, ich hätte es ja eigentlich auch gerne. Sei radikal ehrlich zu dir. Dienstags und freitags beginnt mein Tag immer mit Personal Training. Wir haben ja hier in dem wunderschönen Haus, wo wir wohnen, eine Rooftop-Terrasse mit einem Pool. Im Keller gibt es ein Fitnessstudio. Personal Trainerin wohnt zufälligerweise auch hier. Da beginnt mein Tag immer morgens um 7 schon mit Personal Training. Individuell mit mir, wenn unsere Tochter da ist, ist die natürlich auch dabei. Aber das ist keine Gruppe, sondern ist wirklich ein auf meinen Körper abgestimmtes Training. Und dann hat sie mir erzählt, hey, heute Abend ist noch Live-Musik, da um die Ecke im Nachbarort, im ganz kleinen Ort. Die haben so einen wunderschönen Dorfplatz, der so schön auch geschmückt ist. Und da haben wir uns verabredet für Abend, saßen da in einer wunderbaren Runde zusammen mit mit Menschen aus verschiedenen Regionen, das wollte ich eigentlich sagen, aus England, auch aus Deutschland war noch jemand dabei, den hatte mein Mann morgens kennengelernt, der wohnt hier auch schon seit einer Weile, aber der ist uns noch nie begegnet, der kam noch dazu. Es war eine wunderschöne Runde mit Live-Musik, mit Tanz und man saß einfach zusammen. Und gestern waren wir, das habe ich ja eingangs auch schon erzählt, auch in den türkischen Teil mal rüber so ein bisschen gucken. Waren zum Shoppen, waren vorher noch ein paar Dinge kaufen in ein Geschäft, so was hier noch, was uns noch für den Haushalt ein bisschen gefehlt hat. Und auch da, wir haben vor ein paar Wochen, Monaten, es ist vielleicht schon her, so ganz besondere Handtücher mal gesehen, wo ich mir da noch die Geschichte erzählt habe, naja, das, was wir haben, das tut es ja auch. Aber gestern haben wir tatsächlich auch genau diese Handtücher noch bekommen. Es waren immer ganz in den Farben, wie wir sie haben wollten, aber es waren noch welche da und hatten damals so ein bisschen uns eingedeckt. Und dann wollten wir in den Café, da gibt es so ein französisches Café auch, so ganz exquisite Leckereien. Und sind da an einem Geschäft vorbei und da stand so eine Tasche in der Auslage. Und ich bin dann da rein und habe so diese Tasche angeguckt und habe gedacht, wow, die ist aber schick.
Und die Verkäuferin sagte dann zu mir, da drüben gibt es noch mehr von diesen Taschen. Also von diesem Stil, von diesem Designer, von diesen Taschen. Ich bin dann darüber und habe noch zu meinem Mann gesagt, wir wollten ja jetzt erstmal zum Paul noch einen Kaffee trinken. Aber ich gucke jetzt gerade mal. Und da stand tatsächlich eine Tasche, da habe ich einfach nur gesagt, wow, mich sofort in diese Tasche verliebt. Und ich zeige sie dir auch gerne mal hier, weil sie passt auch irgendwie zu meinem Outfit. Also das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Guck mal. Da blitzt sogar die Kamera. Da blitzt sogar die Kamera und die hat auch innen ein ganz tolles Interieur, noch mit ganz vielen schönen Fächern. So, und mein Kopf hat dann gesagt, komm, wir gehen erst zu Paul, noch Kaffee trinken. Ich lass mal wirken. Mein Mann holt so die Tasche in die Hand und ich dachte erst, er will dann halt auch mal so gucken, so von der Qualität, Beschaffenheit oder was, und geht an die Kasse und kauft mir diese Tasche. Also da habe ich wirklich gestern geweint vor Freudetränen. Und um es jetzt abzukürzen, so haben wir einfach diesen Tag gestern genossen. In der Stadt hier auf dem Rückweg, da gab es noch ein Festival. Food Street Festival, haben wir dorthin noch mal schauen, was die noch so im Angebot hatten, noch was gegessen, waren dann auch noch mit einem Nachbarn auf der Dachterrasse für den Abend verabredet. Ja, und heute fahren wir auch noch mal in den türkischen Teil und genießen einfach das Leben. So, warum habe ich dich auf diese Reise jetzt hier mitgenommen? Einfach mal, um dich dazu einzuladen, auch mal wirklich ehrlich zu dir zu sein, dir zu zeigen, was auch alles für dich möglich ist. Und jetzt darfst du dich mal fragen, wie genau hättest du es gerne in deinem Leben? Und da ist nochmal ganz wichtig, 2015, in diesem Jahr, zu diesem Geburtstag, hatte ich das nicht genau so vor Augen, wie wir es jetzt leben, sondern da war so der Gedanke, und das ist auch ein wichtiger Hinweis für dich. Du darfst auch von deinen Zielen abweichen, weil du merkst, auf dem Weg dahin willst du eigentlich schon gleich Next Level erreichen. Ich hatte so ein paar im Internet beobachtet, zum Teil kannte ich die auch persönlich online. Ich habe ja auch schon vier große Online-Kongresse gemacht, Lebensfreude-Kongresse, und da hat man natürlich ganz, ganz viele kennengelernt, die dann auch als Interviewpartner an meinen Kongressen, als Experten dabei waren, die zum Beispiel auch mit einem Wohnmobil unterwegs waren, so ganz frei. Oder manche haben Work and Travel gemacht, manche haben, wie nennt sich das, Homesitting, Wohnsitting und sowas gemacht. Das fand ich ganz toll, was mich da auch angesprochen hatte, wo ich gedacht habe, oh, so ein Wohnmobil. Und einfach losfahren, auf der Welt unterwegs sein, das wäre ja auch ganz cool. Aber auf dem Weg dahin in das freie Leben hat sich das dann immer so stimmig für mich angefühlt, so ein kleines Wohnmobil auf engstem Raum dann immer zusammen zu sein, nur einen Raum zu haben, kleines Bad, kleine Dusche, kleine Küche. Da habe ich gedacht, nee, ich bin lieber dann schon in Hotels unterwegs, habe eine andere Annehmlichkeit, kann, wenn ich das möchte, mir auch ein größeres Hotelzimmer buchen oder kann mir eine Airbnb-Wohnung buchen, die ein bisschen größer ist, die ein anderes Styling hat, die andere Annehmlichkeiten hat und solche Dinge. Und so bin ich da quasi ein bisschen abgewichen und es kam nie dazu, dass wir mit dem Wohnmobil unterwegs waren, sondern es kam dann gleich dazu, dass wir dann, ja, Airbnb oder wenn wir Lust hatten, in Hotels dann einfach waren. Also wir lieben Airbnb nach wie vor, weil das einfach so ein anderes Feeling ist, oftmals. Gibt natürlich Airbnb und es gibt Airbnb, also auch da gibt es Unterschiede. Man hat dann mehr so das Gefühl, auf eine gewisse Art und Weise zu Hause zu sein. Weil ich habe so das Gefühl, ich bin auf der Welt zu Hause. Da, wo ich gerade bin, da darf ich mich auch zu Hause fühlen. Und ja, und auch dem Impuls dann einfach zu folgen, wenn uns nach Hotel zumute ist, gehen wir ins Hotel. Wenn uns nach Airbnb zumute ist, dann gehen wir halt an Airbnb. Und wir hatten auch tatsächlich
Für 2020 war das, für 2 Monate geplant, USA, mit einem richtig mega großen Wohnmobil, weil da auch noch der Gedanke war, dass die Kinder auch noch für 2, 3 Wochen dazukommen können. Und da hatte ich wirklich so ein Big Wohnmobil. Ich glaube, das hätte 10.000 Euro im Monat gekostet. Schon avisiert, aber da kam irgendwie so eine besondere Zeit, wo diese Reise nicht stattgefunden hatte und wir dann einfach hier auch mehr auf Zypern waren, als das ursprünglich geplant war. Aber war ja auch nicht das Schlechteste, ja, weil mein Ziel, das war klar definiert, ich will mich in erster Linie dort aufhalten, wo es mir gerade gefällt, wo es warm ist, wo ich morgens ins Meer hüpfen kann. Haben wir gestern nochmal in Nikosia gesagt, als wir dort im Kaffee saßen. Also wohnen würde ich da nicht wollen, weil das ist im Landesinnere und da zum nächsten Meer, zur nächsten Küste zu. In den Pool zu hüpfen oder noch lieber, wie ich das ja auch mache, ins Meer zu hüpfen, am Strand zu sein, den Sonnenaufgang zu genießen. Ja? Ich bekomme hier gerade die Meldung, dass es Internetverbindungsprobleme gibt. Ich hoffe, ich bin noch live. Mal gucken. Ja, passt schon. Ach, jetzt sehe ich mal gerade auch, wer hier alles dabei ist. Die Ulrike ist mit dabei. Hallo Ulrike, schön dich auch wieder zu sehen. Die Dagmar ist dabei. Hello, die Caroline ist mit dabei. Wie schön, die Marianne ist mit dabei. Ihr Lieben, so schön, dass ihr da seid. Aber die Internetverbindung, die steht ja wohl, ne? Hoffe ich doch. Okay, dann machen wir die Meldung hier einfach weg. Und Universum, ich brauche hier weiter bitte eine stabile Internetverbindung. Okay, passt. Sehr schön. So, wo war ich stehen geblieben? Dass ich morgens einfach gerne ins Meer hüpfe. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt, bevor ich dir ein bisschen mehr auch dazu sage, wie du das Tor deiner Seele öffnen kannst. Personal Training. Also, bis vor ein paar Jahren wusste ich überhaupt nicht, was Personal Training ist. Ich weiß auch noch so schön, die erste Begegnung mit der Antri, hatte ich dir einfach mal gesagt, sie könnte mir ja doch gerne mal zeigen, mit welchen Gerätschaften ich da so ein bisschen Training mache, dass so ein bisschen auf mich abgestimmt ist. Und dann hat sie mir einfach erklärt, und das habe ich ihr damals erstmal gar nicht so glauben wollen, ja, es geht ja schon darum, ein Training zu machen, das auf mich abgestimmt ist und so wie ich Fortschritte mache, auch entsprechend anzupassen. Mein erster Gedanke war damals, wenn ich das dir jetzt so erzähle, die will mir ja jetzt nur ihren Kurs verkaufen, die will mir ja nur ihr Programm verkaufen. Das war der erste Gedanke, den ich wahrgenommen habe. Aber als ich da reingefühlt habe und auch meinen Körper gefragt habe, hey Körper, ist das jetzt das Richtige für dich? Kam ein klares Ja, also habe ich mich auch dazu entschieden. Und das machen wir jetzt auch schon seit 2 Jahren, zweimal in der Woche, ein auf mich abgestimmtes Personal Training. Und wenn unsere Tochter hier ist, ist die auch mit dabei. Und wenn wir unterwegs sind, wir waren ja jetzt auch für ein paar Wochen in Deutschland unterwegs, nicht viel mehr unterwegs, waren wir schon im Saarland an einer Stelle, dann machen wir das auch inzwischen dann auch online. Warum? Weil ich es dem Körper einfach gönnen möchte. Bis auf, und das ist auch ein wichtiger Hinweis für dich, bis auf 2 Wochen, die nicht stattfinden konnten, weil André aus familiären Gründen dann einfach in die Heimat musste, ist aus London und dann hat das einfach nicht stattgefunden. So, dann habe ich gedacht, okay, ich habe ja hier jetzt alles, was es braucht. Also das war auch zu der Zeit, wo wir in Deutschland sind, wo wir in Deutschland waren. Bin auch morgens früh aufgestanden und habe da so ein paar Übungen gemacht. Und ich sage jetzt bewusst ein paar Übungen. Ist es mir gelungen, trotzdem ich die meisten Übungen oder alle Übungen ja eigentlich kenne, gibt manchmal so ein paar Dinge, die André sich dann überlegt, was sie nochmal neu mit integriert, weil ja auch Next Level dann auch vom Körper ja angesagt ist. Aber habe ich tatsächlich 1 Stunde so intensiv das Training für meinen Körper gemacht, wie ich es hätte
machen können oder mache, wenn ich eine Anleitung habe. Nein, ich bin ein bisschen darum geeiert. Ich habe ein bisschen Übung gemacht, ein bisschen das gemacht, ein bisschen das gemacht, ein bisschen das gemacht. So, fertig. Schluss. Das ist der Grund, warum wir es alleine nicht schaffen, von A nach B zu kommen. Warum wir es alleine einfach nicht schaffen, wirklich da im Leben anzukommen, wo wir wirklich hinwollen. Wir brauchen jemanden an unserer Seite, der es uns zeigt. Alles andere sind nur interessante Ansichten, die wir haben. Das, was alleine schaffen. Bei Wahrheit. Wie viel habe ich mir früher die Geschichte erzählt, jetzt lese ich das Buch und dann mache ich noch diese Anleitung, mache noch das und dann mache vielleicht noch eine kleine Ausbildung und dann ist gut. Ich bin mal vorgekommen und sei da, bitte Einladung an dich, sei da auch radikal ehrlich zu dir. Ich bin mal vorgekommen wie auf einem Schiff, wo ich so in der Gegend rumschippere, da was probiere, da was probiere, da was probiere und da war das rettende Ufer. Aber wie da hinkommen? Keine Idee, no chance, weil ich das rettende Ufer erst gar nicht gesehen habe. Warum ist das so? Wie beim Eisberg. Die Spitze des Eisbergs, das macht nur so viel aus. So viel macht auch nur unser Bewusstsein aus. Eine Etage tiefer ist das Unterbewusstsein. Wenn man jetzt schon viel sich mit Dingen beschäftigt hat, sich schon weitergebildet hat, auf dem spirituellen Wege, im Hinblick auf psychologische Dinge und keine Ahnung, was es da ja so alles gibt, dann kann man ganz viel auch mit sich selbst, mit dem Unterbewusstsein auch schon arbeiten. Aber die blinden Flecken im Unbewussten, deshalb sind sie ja blind und das sind einfach die drei Etagen, an die kommt man ja selbst nicht ran. Da kann nur jemand Außenstehendes, der schon dort ist, wo man hin möchte, einem den Weg zeigen. Wie beim Navigationssystem, wenn ich von A nach B fahren will, dann brauche ich ein Navi, das mich auf den schnellsten Weg, das schon vorprogrammiert ist, und das mich dann folglich auf dem schnellsten Weg von A nach B bringt. Ich kann natürlich losfahren, wenn ich von, keine Ahnung, von München nach Hamburg fahren möchte. Vielleicht komme ich irgendwann in diesem Leben in Hamburg an, vielleicht aber auch nicht. Ohne Navi loszufahren, wie viel Geld kostet es mich, weil ich viel mehr Geld investiere in Benzin, weil ich nicht auf dem kürzesten Weg da ankomme. Und wie viel Zeit kostet es mich, wenn ich überhaupt da ankomme? Und Zeit ist ein Faktor, das eigentlich das Wertvollste, das Allerwertvollste ist, was wir haben. Weil wir können alles, allen Scheiß, sorry der Ausdruck, aus der Vergangenheit, von gestern, von vorgestern, aus früheren Leben, was uns jetzt in diesem Leben bewusst wird, das können wir alles lösen, können wir alles trennen. Aber Zeit, die können wir nicht zurückdrehen. Bei allen Prägungen, ich habe irgendwann mal gesagt, die Kinder werden älter, ich werde jünger, aber vom Passalter her ist einfach eine gewisse Zahl steht einfach da. Und ab diesem Jahr steht jetzt auch nochmal eine gewisse andere Zahl da. Und da habe ich mir irgendwann mal auch gesagt, ich will meinem Körper einfach immer das Allerbeste gönnen. Sei es diese besondere Mixtur mit Honig, mit Pollen, mit Royal Jelly, sei es das beste Olivenöl, das ich haben kann, sei es die beste Nahrungsergänzung, die ich haben kann, sei es die besten Mittel zum Leben, sei es die Kleidung, die mein Körper wirklich gerne tragen möchte, die liebevoll, der Stoff allein schon liebevoll hergestellt ist, die liebevoll genäht ist, die liebevoll im Geschäft zusammengepackt wird und nicht einfach zusammengeknüllt in die Tasche gemacht wird, die vielleicht auch noch in Papier eingepackt wird, die eine Augenweite für mich ist, dass
wenn man so eine Tasche zum Beispiel kauft, dass die auch noch liebevoll eingepackt wird. Und, und. Wie möchtest du es haben? Und wenn es dir jetzt schwerfällt und wenn dein System vielleicht rebelliert, jetzt wird es aber ein bisschen übertrieben oder das brauche ich nicht oder vielleicht bist du ja schon an dem Punkt, wo ich früher auch mal für eine Weile war. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich es haben möchte. Dann geh mal hin und schreib dir einfach mal alles von der Seele, wie du es nimmer haben möchtest. Dann hast du das mal, weil ja, die meisten Menschen da draußen, wenn man die fragen, die meisten, die können eine Stunde lang erzählen, was sie alles nicht haben wollen und was alles schlecht und was alles ganz furchtbar da draußen ist und, und. Wenn du aber fragst, ja, wie willst du es haben? Ja. Wenn ich ja mal so ein bisschen, wenigstens mal ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hätte, ist es ja schon gut. Brauche ja nicht mehr, bin ja genügsam. Wenn ich mir ja schon mal wenigstens einen Urlaub gönnen könnte, weil ich bin schon seit 30 Jahren immer in Urlaub gewesen, dann ist ja schon. Wenn ich ja eigentlich meine Eltern noch ein bisschen besser unterstützen könnte, weil denen geht es gerade nicht gut und eigentlich habe ich das Gefühl, so die klassische Medizin ist da nicht so hilfreich. Wenn jetzt alles für mich möglich wäre, dann würde ich die schon gerne auf eine andere Art und Weise noch unterstützen, damit sie gesünder werden und, und. Oder was auch immer. Du brauchst dann im Grunde genommen nur die Dinge umzudrehen, die du zu Papier gebracht hast, dann weißt du, wo es hingeht. Wo es hingeht da, wo es hingehen darf. Und dazu darfst du dich dann natürlich auch entscheiden. Weil solange du in der Warteposition bist und denkst, es wäre ja schön, wenn, oder denkst, es ist für mich nicht möglich, oder denkst, ich habe das Geld nicht dazu jetzt, oder denkst, wie ich früher auch, jetzt habe ich schon so viel in mich investiert, jetzt ist mal genug. No Chance. No Chance, um Next Level zu erreichen. Du säst ja auch nicht Tomatensamen und erntest Tomaten und sagst dann, ich säe nie wieder Tomaten. Wenn du Tomaten erntest, wenn die Tomaten noch größer, noch schmackhafter, wenn du noch andere Sorten von Tomaten haben möchtest, keine Ahnung, wie viele Tomaten gibt es. Als wir noch fest im Saarland gewohnt hatten, hatte ich ja auch hinterm Haus so einen kleinen Kräutergarten, anderen Garten. Da hatte ich auch so eine besondere Firma, wo ich besonderen Tomatensamen unter anderem gekauft hatte. Keine Ahnung, es gab gefühlt hunderte Sorten von Tomaten. Dann darf ich natürlich in den Samen investieren. Und so geht es hier auch drum. Du darfst unentwegt in dich investieren, um Früchte zu ernten, um andere Resultate in deinem Leben zu erzielen. Das ist etwas, was wir, ich habe ja eben mein Geburtstagsspecial, das Tor zur Seele öffnen, eingangs ja erwähnt. Das ist das, was ich mit einer wunderbaren Runde, elitären Runde von Frauen starte am 14. Juni, 7 Wochen. Wir werden 7 Bereiche durchleuchten, wirklich intensiv anschauen. Das Thema Urvertrauen ins Leben. Weil das Urvertrauen, damit sind wir alle hierher gekommen, mit dem tiefen Vertrauen ins Leben, bis alles rundum auf uns eingeströmt ist und ganz viele Schleier über uns gelegt wurden. Keine Elternschelte, die wussten es auch nicht besser. Die haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Nur dieses Urvertrauen ins Leben, das Wissen und das Beobachten, wie das Leben immer an unserer Seite ist, und das Universum immer Ja zu uns sagt. Immer. Das sind wir bei dem Thema, wo ich eben so angefangen habe. Solange du dir die Geschichte erzählst, dies oder jenes geht jetzt nicht, weil oder keine Ahnung was. Also diese Schranke zulässt oder dich vielleicht mal kurzzeitig entscheidest. Die Woche hat sich jemand kurzzeitig entschieden und zu sagen, ja, ich starte durch, um in die Akademie zu kommen. Eine Nacht drüber geschlafen, am nächsten Tag, oh, ist jetzt vielleicht doch nicht der richtige Zeitpunkt. Oh, jetzt probiere ich es doch mal alleine. Oh, jetzt mache ich doch vielleicht erstmal noch die Homepage fertig.
Oder ich habe gerade ein günstiges Angebot entdeckt. Also das war jetzt nicht die ein und selbe Person, sondern das höre ich ja auch immer wieder mal. Jetzt mache ich erstmal noch eine Ausbildung zum Trainer, zum Coach oder keine Ahnung was. Liebes, du hast alles in dir, was es braucht, um dem Ruf deiner Seele zu folgen. Das ist alles tief in dir verborgen. Auch wenn du bis eben noch denkst, ich bin nichts Besonderes. Schau mal. Was hast du dir schon an Wissen angeeignet? Wie feinfühlig, wie wahrnehmend bist du? Und nimmst daraus allein schon ganz viel auf. Vielleicht bis eben noch viel mehr, als dir lieb ist. Was hast du schon alles an Büchern gelesen, an Kursen besucht, an Wissen dir angeeignet, bewusst, unbewusst, Ausbildungen gemacht und wie viel Wissen bringst du mit, was ja auch tief in dir verborgen ist, aus früheren Leben, die du schon hattest? Hast du mal eine klitzekleine Ahnung davon, so ein bisschen Universumsglitzerahnung, was da alles tief in dir verborgen ist, was jetzt gelebt werden möchte? Wie lange hast du schon das Gefühl, es muss irgendwie noch viel mehr im Leben für mich möglich sein, als das, was ich bis eben lebe? Und dieses Gefühl kannst du nur haben, weil tief in dir eine Instanz ist, die das weiß, dass mehr möglich ist. So, da setzt der Kopf ein, zweifelt, kommen Ängste auf. Ein ganz wichtiger Faktor ist auch die Angst vor Erfolg. Gerade bei uns Frauen die Angst vor Erfolg, weil da sind ganz viele Themen noch in unserem Energiefeld drin, dass wenn wir uns erlauben, erfolgreich zu sein, dann geht die Beziehung auseinander, dann geht die Ehe auseinander. Ja, es gibt viele Männer, die haben ein Thema damit, wenn die Frau plötzlich erfolgreich wird, wenn die Frau plötzlich mehr Geld verdient, wenn die Frau plötzlich vielleicht sogar im Monat mehr Geld verdient, als der Mann überhaupt im Jahr verdient. Und da gibt es nur eines, offen zu kommunizieren. Hey Schatzi, ich will dich ja mitnehmen auf den Weg, aber ich muss jetzt erstmal hier Fokus in die Richtung halten und mal gucken, dass ich meinen Fokus auf Fokus habe, dahin, wo es hingeht. Und dann seid ihr alle mit im Boot. Weil letzten Endes, Wahrheit, wie viele Beziehungen gehen denn auseinander, weil jeder unzufrieden ist? Du kannst damit letzten Endes im Grunde genommen deine Beziehung, deine Familie, deine Ehe retten, wenn du dir erlaubst, dich für dich zu entscheiden. Du darfst vorgehen und alle Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen, die du gerne dabei haben möchtest, die werden auch dabei sein. Kann ich dir von mir sagen, kann ich dir von vielen Menschen sagen, die ich im Laufe der Jahre schon begleiten durfte. Immer das Gleiche. So, also, wir werden uns 7 Wochen lang ganz, ganz viel mit dem Thema Urvertrauen beschäftigen, damit du mal siehst, nicht nur was alles in dir verborgen ist, sondern, das ist auch der zweite Punkt, wie du dein Potenzial wirklich auspackst. Du wirst staunen, was alles in dir verborgen ist. Und zum Thema Urvertrauen und Universum, universelle Gesetze. Weil ich ja eben gesagt habe, das Universum sagt immer ja. Du kannst dir das vorstellen, das ist einfach ein wunderbares klassisches Beispiel. Du gehst ins Restaurant und hockst dich dahin und der Kellner kommt und sagt, ich habe Hunger. Was geschieht dann? Nichts weiter. Der Kellner steht da, okay. Sie haben mir gerade gesagt, ich habe Hunger. Und hier ist die Speisekarte. Ist im Übrigen auch etwas, was ich gehasst habe, ist falsch. Aber auf die Speisekarte zu gucken, was möchte ich gerne essen, auf der linken Seite zu gucken und nicht erstmal rechts zu gucken, Preise, mit was kann ich mich jetzt arrangieren? Sondern links zu gucken, was mag ich jetzt essen, entscheiden, bestellen, dann wird geliefert. Und was machst du im Restaurant, wenn du so klar und auch im Restaurant, du bestellst ja auch nicht einfach ein Essen,
sondern du bestellst noch nicht mal einfach Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, sondern du bestellst ganz klar, ich hätte gern zur Vorspeise einen Rucola-Salat mit Kirschtomaten, ein bisschen frisch geriebenem Parmesan, ich hätte gerne Balsamico-Essig und ich hätte noch gerne eine geröstete Brotscheibe mit frischem Olivenöl und frischen Zitronenspritzer dazu. Und zur Hauptspeise hätte ich das und zum Dessert hätte ich gerne ein Tiramisu und noch einen leckeren Cypress Coffee zum Beispiel. Was sagt der Kellner dann? Okay, dein Wunsch ist mir Befehl. Gibt es in der Küche ab, in der Universumsküche, in dem Falle wird es abgegeben, wenn du es bestellst beim Universum, wenn du klar mit dem Universum kommunizierst, wie willst du es haben? Und läufst du dann dem Kellner in die Küche nach und guckst, ob der Koch das zubereitet, wie er es zubereitet? Hast du einen blassen Schimmer davon, wie er das leckerste Gericht, was du gerade auf der Speisekarte entdeckt hast, wie das zubereitet ist, mit welchen Zutaten? Wahrscheinlich nicht, du lässt es liefern. Du gibst dich diesem Prozess hin, du trinkst einen leckeren Wein oder einen leckeren Saft und lässt liefern. Und so ist es mit dem Universum auch. Du bestellst ganz klar und das Wie ist nicht deine Aufgabe. Das Universum weiß, wie es dir liefert. Dazu darfst du nur mal das Tor zu deiner Seele wirklich so weit öffnen, dass du überhaupt mal die Klarheit hast, wie willst du es haben? Und dir die Anleitung dazu holen von jemandem, der dort ist, wo du hin möchtest. Wie in der Schule früher haben wir auch uns von anderen Menschen zeigen lassen, die schon lesen konnten, die schon schreiben konnten. Wir haben auch vieles beigebracht bekommen, die uns nicht interessiert haben. Über Sinn oder Unsinn können wir jetzt viel diskutieren, soll jetzt unser Thema sein. Aber so funktioniert das Leben. So funktionieren die Wege in dein freies, selbstbestimmtes Leben. Wir werden uns ganz viel auch mit deiner Intuition beschäftigen, die tief in dir verborgen ist, wo du schon zuhauf auch Erfahrungen gemacht hast, wie du dich hast vom Leben leiten lassen. Das ist nur alles verschüttet in dir und wie du dich kannst weiter leiten lassen in das Leben, wo du hin möchtest. Wie du Neudeutsch upgraden kannst. Und was ein großer Part da auch sein wird, oder ja, es sind sieben große Parte, sieben große Bereiche. Wir werden uns natürlich ganz viel mit dem Thema Money Mindset beschäftigen. Deinen Money-Schuh vergrößern. Weil schau mal, wenn du bislang, Beispiel, 4.000 Euro oder 3.000 Euro im Monat zur Verfügung hast, um jetzt zum Beispiel das Doppelte im Monat in dein Leben, in deinem Leben zu empfangen oder auch im fünfstelligen Bereich ganz normal im Monat Geld zu empfangen, wo du jetzt noch denkst, oh, das ist aber viel. Ich habe ja eingangs, bin ich immer auf das Thema eingegangen, was ist viel, was ist wenig. Oder wo du denkst, ja, dann würde ich ja schon nachts ein bisschen ruhiger schlafen. Dann würde ich mich schon mit anderen Dingen beschäftigen, als ich mich jetzt beschäftige. Dann wäre in meinem Kopf schon ein anderes Mindset. Dann würde ich mich vielleicht mit Geldanlagen beschäftigen. Ein Thema bei uns zum Beispiel, also für meinen Mann mehr als für mich, weil ich frage dann eigentlich so, Quintessenz ist jetzt nicht gerade etwas, was mir die meiste Freude macht, mich da in gewisse Bereiche reinzudenken und so. Mein Mann macht das Freude, der beschäftigt sich damit und ich frage dann so nach der Quintessenz, was ist der nächste Schritt, was ist zu tun? Genial! Wie viel mehr würde es dir wirklich auch Freude machen, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen? Wie kann ich Geld empfangen? Wie kann ich es mir möglich machen, meinen Körper so zu ernähren, dass ich auch bis ins, wie man so schön sagt, hohe Alter, hellwach, topfit und voll guter Energie bin? Weil Wahrheit, wenn du morgens nicht wirklich es erwarten kannst, aus dem Bett rauszuhüpfen, dann, weil dein Körper einfach keine Lust mehr hat auf die Dinge, die du bis eben machst.
Und Wahrheit, kleiner Trigger nochmal, sei radikal zu dir ehrlich. Es geht auch nicht darum, jetzt von heute auf morgen einen Cut zu machen, sondern dich auf dem Weg dahin zu entwickeln, in dieses neue Entleben, hinein zu entspannen, hinein zu entwickeln, alles das, was in dir verborgen ist, auszuwickeln, auszurollen, ans Licht zu bringen. Und dann kommt irgendwann der Tag, wie es bei mir ja auch der Fall war, wo ich sage, so, jetzt darf ich meine Kündigung abgeben, nach 30 Jahren, im öffentlichen Dienst in meinem Falle. Du musst nicht vollkommen ins kalte Wasser springen. Du musst dich nur einmal gegebenenfalls auch deinen Ängsten hingeben, weil der Kopf dir sagt, jetzt Geld investieren in mich, ich habe doch schon so viel investiert, geht das jetzt wirklich gut? Wir kommen gar nicht auf die Idee, uns die Frage zu stellen, was ist, wenn ganz großartig wird? Wir kommen kaum auf die Idee zu sagen, wie lange kann ich mir das jetzt noch so leisten, da weiter rumzudümpeln und rumzueiern. Da kommt manchmal auch Wut auf. Kenne ich auch von mir. Letzten Endes war ich wütend auf mich selbst, weil ich immer noch nicht in dem Leben war, wo ich hin wollte. Und auch jetzt, ich meine, wir haben ein wunderbares Leben, aber trotzdem sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Das sind alles Dinge, was wir machen in 7 Wochen. Das Tor zur Seele öffnen, Urvertrauen, Potenzial entfalten, Intuition nochmal zulassen und auch die Folgen. Money Mindset. Es geht um das Thema Kommunikation mit dir selbst, mit deinem Herzen. Wirklich ehrliche Kommunikation mit dir selbst, mit deinem Herzen und folglich auch mit dem Umfeld. Es geht um deine Wahrnehmung. Deinen siebten Sinn, um es mal so auszudrücken, und auch dein Higher Self, das Überbewusstsein, deine Seele. Wir werden da ganz tief in einige Themen einsteigen. In einige Themen, in diese 7 Themen. 7 Wochen, 7 Calls, es wird einfach nur mega, kann ich dir sagen. Es wird mega für die Runde von Frauen, die sich dafür entscheiden. Du hast WhatsApp-Support. Von Montag bis Freitag, damit auch zwischen einem Call und dem nächsten keine Fragen offen bleiben, sondern dass du da auch rasch Input bekommst und es rasch auch weitergeht, weil es geht dann natürlich auch wirklich darum, wirklich andere Resultate zu erzielen. Es gibt eine Aufzeichnung und so, dass du auch nacharbeiten kannst oder wenn du mal live nicht dabei sein kannst, beim Call, dass du sowieso die Aufzeichnung anschaust und 7 Wochen, 7 Bereiche, die wir erproben, vom Kopf auf die Füße stellen und sensationelle Veränderungen erzielen werden. Du darfst dich dafür entscheiden, reinzuhüpfen, in das Tor der Seele zu öffnen. WhatsApp-Support, wenn du kein WhatsApp auf deinem Handy hast, dann legst du einfach für die Zeit an, damit du das auch nutzen kannst. Und Aufzeichnung. Und das steht dir alles bis zum Jahresende zur Verfügung, sodass du über die 7 Wochen hinaus auch da nochmal jederzeit reinschauen kannst. Und weil auch da, schau mal, nach diesen 7 Wochen wirst du an einem Punkt sein und dann wirkt das ja noch nach. Dann geht es natürlich auch noch weiter ums Umsetzen, nochmal Schritt für Schritt den Weg weiter zu gehen. Und dann hast du einen gewissen Punkt erreicht, den du erreichen wolltest. Und dann geht es nochmal um Next Level. Und dann kannst du dir genau diese Aufzeichnungen auch nochmal anschauen und wirst auch damit, das ist die Magie dahinter, auch nochmal Next Level erreichen können. Deshalb hast du Zugang bis zum Jahresende, um so noch mehr auch davon zu profitieren. Weil du wirst dir dann im zweiten, im dritten, beim vierten Mal diese Aufzeichnungen, diese Calls, diese Lektionen mit einem anderen Bewusstsein anschauen, mit einem anderen Bewusstsein hinhören, nochmal ganz andere Dinge raushören, wie beim Hörbuch. Kennst du auch, du hast ein Hörbuch 5, 6 Mal gehört und beim 8. Mal denkst du, das war doch jetzt so nicht da drin. Oder denkst, ah, so ist das, weil du es mit einem anderen Bewusstsein angehört hast und auf eine andere Art und Weise nochmal umsetzen kannst.
Und das ist mein Geburtstagsspecial, wo ich dich mit in meine Welt jetzt reinhole. 7 Wochen, 7 Calls, WhatsApp-Support von Montag bis Freitag. Es gibt eine Aufzeichnung. Die Aufzeichnungen, die stehen dir im internen Mitgliederbereich bis zum Jahresende zur Verfügung. Und jetzt kommt on top noch was obendrauf. Es gibt natürlich einen Early Bird Preis, weil wir starten ja erst am 14. Juni. Bis dahin ist ja noch ein bisschen. Es ist Ratenzahlung möglich mit Early Bird Preis. Und es gibt noch ein ganz grenzgeniales Boni obendrauf. Also, für die 7 Wochen normal regulärer Preis sind 7.777 Euro. Early Bird Preis nur, das ist ein absolutes Schnäppchen, 5.555 Euro. Da ist auch Ratenzahlung möglich. Ich poste dir den Link, wo du dich anmelden kannst, auch gleich hier rein. Und als Boni obendrauf, damit du nicht warten musst bis zum 14.06., wenn wir dann endlich starten, bekommst du noch mein Buch Auszeit on top obendrauf. Das ist inzwischen in der zweiten Auflage, online als Hörbuch und als Print-Variante erhältlich. Das ist überarbeitet worden und da kannst du jetzt schon gleich, wenn du dich anmeldest, in diese Energie eintauchen. Und du wirst auch da schon ganz, ganz tolle Übungen bekommen, mit denen du dich jetzt auch schon beschäftigen darfst, die du schon integrieren darfst. Das Buch Auszeit ist entstanden aus meiner eigenen Auszeit, wo ich tatsächlich mal 7 Tage im Wald in einer Hütte alleine war, ohne Medien, ohne was zum Schreiben oder Lesen dabei zu haben, ohne Computer, ohne Handy. Da bin ich wirklich ganz, ganz heftig durch Prozesse durchgegangen. Und so ist dieses Buch Auszeit für mutige Frauen und solche, die es werden wollen, erschienen oder entstanden. Und da ist die zweite Auflage inzwischen schon am Start. Und das bekommst du zum Early Bird Prize obendrauf, damit du jetzt schon gleich in andere Energien eintauchen kannst. Wie gesagt, Early Bird Prize 5.555 Euro. Kleines Zahlenspiel, da ist auch Ratenzahlung möglich. Für alle, die sich jetzt entscheiden, bis zum 2.6. gilt dieser Early Bird Price und danach steigt er auf 7.777 Euro. Der Link kommt jetzt gleich, Anmeldeformular, trag deine Daten ein, du bekommst natürlich eine Rechnung, du bekommst natürlich auch eine Rechnung, die du als Fortbildungsmaßnahme gerne ja auch absetzen kannst, das ist ja eine Weiterbildung für dich, kannst du also auch steuerlich absetzen oder einsetzen, wenn du das denn möchtest und kannst gleich schon in die Energie eintauchen, weil du bekommst anschließend mit deiner Anmeldung, es ist ein einfach simples Google-Formular, trägst einfach deine Daten ein, wählst aus, ob du Einmalzahlung oder Ratenzahlung haben möchtest, bekommst anschließend eine Mail mit den Kontodaten, überweist und dann bekommst du sofort schon das Buch Auszeit in dein E-Mail-Postfach und kannst dich jetzt schon feiern für deine Entscheidung, dass es jetzt in eine andere Richtung geht. Ich freue mich und jetzt freue ich mich natürlich auch auf Frühstück hier, auf Brunch und auf unseren Ausflug, den wir nachher in den türkischen Teil machen. Vielleicht werde ich auch mal nochmal live gehen, euch ein paar Bilder zeigen, weil da hat auch das Universum agiert. Am Freitagabend, als wir da in dieser Runde waren, war auch jemand dabei, der genau in dem Bereich von wo wir heute hinfahren, in den türkischen Teil, uns erzählt hat, wie schön es dort ist, wo es noch so einen ursprünglichen Altstadtkern gibt und. Mal schauen. Also es lohnt sich auch nachher nochmal hier in die Gruppe zu kommen und zu schauen. Ich denke, da werde ich noch ein bisschen was mit euch teilen und dich mal noch ein bisschen reinschnuppern lassen in das neue Leben, das dich erwartet. Und nochmal, entscheide dich dafür, wenn du dir jetzt weitermachen möchtest und dir erlauben möchtest, das Tor zu deiner Seele wirklich zu öffnen. 7 Wochen, wir starten am 14. Juni, Geburtstagsspecial, bis zum 2.6. gilt noch Early Bird Price, 5.555 Euro, gilt noch die Ratenzahlung und du bekommst das Buch Auszeit
noch on top oben drauf, damit du auch gleich starten kannst und in andere Energien kommst. Link kommt, melde dich gerne an, wenn du dabei sein möchtest. Wenn nicht, dann eben nicht, aber ich freue mich mega auf die Runde, die da entsteht und auch auf dich. Also, hab noch einen schönen Tag. Sonnig warme Grüße, sonnig warme zypriotische Grüße. Bis dahin. Ciao, ciao.